Beiwerte. Wir haben uns eben überlegt, dass man Kräfte und Momente, aerodynamische Kräfte und Momente aus der Krafteinheit multipliziert mit den entsprechenden Beiwerten ausrechnen kann. Jetzt müssen wir uns um die Beiwerte kümmern. Das heißt, wir müssen uns überlegen, welche Einflussgrößen, die Eingangsgrößen der Aerodynamik, die Beiwerte beeinflussen. Nächste Seite. Da sehen wir, dass wir die Beiwerte nach der Längsbewegung und der Seitenbewegung aufgeteilt haben. Wir haben also Auftrieb, Widerstand und Nickmoment in der Längsbewegung, Querkraft, Roll- und Giermoment in der Seitenbewegung. Was heißt Längs- und Seitenbewegung? Längsbewegung sind alle Bewegungsformen, die in der Symmetrieebene des Flugzeugs sich abspielen. Die Symmetrieebene ist die XZ-Ebene, also die Ebene, durch die Achse nach vorne und die Achse nach unten definiert ist. Also sprich die Ebene, die entstehen würde, wenn wir das Flugzeug senkrecht von oben durchschneiden würden. Dann haben wir also eine linke Hälfte, eine rechte Hälfte, die eben symmetrisch sind. Demzufolge die Symmetrieachse. Und alle Bewegungen, die in dieser Symmetrieebene stattfinden, alle Kräfte, alle Momente, die bezeichnen wir als Längsbewegung. Und es ist eben halt der Auftrieb, weil der Auftrieb ja senkrecht nach oben zeigt im aerodynamischen Koordinatensystem, der Widerstand, der nach hinten zeigt, und das Nickmoment, das eben um die Y-Achse dreht und zu einer Bewegung führt, die eben auch in der Symmetrieebene, in der Längsbewegung stattfindet. Die anderen Größen sind eben die Größen der Seitenbewegung. So, gucken wir uns den Auftriebsbeiwert ein bisschen genauer an. Da steht hier einfach CA ist CA von, und jetzt folgt ein ganzer Sack voll Einflussgrößen. Dieses CA von sagt noch überhaupt gar nichts darüber aus, wie denn jetzt das CA von Alpha und von Eta und so weiter abhängig ist, sondern sagt einfach nur, es gibt Einflussgrößen. Und diese Punkte deuten an, dass es theoretisch beliebig viele Einflussgrößen gibt, durchaus auch Größen aus der Seitenbewegung, die in die Längsbewegung reinspielen können, werden wir im Folgenden vernachlässigen. Kann man aber, wenn man ein richtig gutes Aerodynamikmodell erstellen möchte, auch mit dazu nehmen. So, welche sind die wesentlichen Einflussgrößen auf den Auftrieb? Natürlich ist die Einflussgröße, mit der wir den Auftrieb verändern können, das Alpha. Wenn der Flieger die Nase hochnimmt, das heißt, die Anströmung kommt jetzt nicht mehr von vorne, sondern die kommt jetzt von unten, dann prallen halt jede Menge Luftmoleküle von unten auf die Fläche drauf und schieben den Flieger nach oben. Also wir erhöhen den Auftrieb, wenn wir das Alpha erhöhen. Das ist erstmal so ein ganz einfacher, grundsätzlicher Zusammenhang. Alpha ist die Größe, mit der wir den Auftrieb verändern können. Jetzt steht in der Liste aber beispielsweise auch noch ein Eta drin. Eta ist ja der Höhenruderausschlag. Was bedeutet das? Wenn wir hinten am Höhenruder das Ruder, die Hinterkante nach unten ausschlagen, dann wird ja auch dort hinten eine Kraft erzeugt, die nach oben zeigt. Und diese Kraft trägt natürlich zum Gesamtauftrieb bei. Ist eben eine der vielen Komponenten, die eben nach oben zeigen und demzufolge einen Auftriebsanteil darstellen. Nun ist das aber mehr oder weniger ein parasitärer Einfluss, denn das, was wir mit dem Ausschlagen des Höhenruders eigentlich erreichen wollen, ist ja ein Nickmoment. Wir wollen ja, dass diese Kraft, die wir dort hinten erzeugen, über ihren Hebelarm ein Aufnicken des Flugzeugs hervorruft und dann später, wenn die Bewegung einsetzt, was wir im Kinematikblock erst modellieren werden, dann zu einer Nickbeschleunigung, einer Nickgeschwindigkeit und damit zu einem Aufnicken führt und damit zu einer Veränderung von Alpha und damit zu einer Veränderung des Auftriebes. Das heißt, der Einfluss von Eta ist zwar da, wenn wir die Hinterkante nach unten ausschlagen, gibt es ein bisschen mehr Auftrieb, aber mittelfristig führt natürlich ein Ausschlagen der Hinterkante nach unten dazu, dass der Flieger abnickt, sich das Alpha verringert und damit der Auftrieb kleiner wird.
Trotzdem, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, die Aerodynamik, so wie wir sie modellieren, ist kein dynamisches System, sondern ist ein rein statisches System. Das heißt, die Ausgangsgrößen folgen direkt den Eingangsgrößen. Da ist keine Eigendynamik drin, da sind keine Energiespeicher drin, die irgendwie Selbstbewegungen vollführen, sondern wir analysieren nur, wie folgen die Kräfte und Momente den Eingangsgrößen. Und demzufolge müssen wir eben sagen, dass das Äther, wenn es denn ausgeschlagen wird, auch sofort ein bisschen Auftrieb produziert, ohne dass der Flieger die Nase hochgenommen hat. Nochmal, wie gesagt, das ist eigentlich ein Effekt, den wir an dieser Stelle gar nicht betrachten wollen, aber der ist halt da. Auch die anderen Größen reden wir einfach nicht großartig drüber. Machtzahleinfluss beispielsweise wird dann interessant, wenn wir im transonischen Bereich irgendwo zwischen 0,8, 1,2-facher Schallgeschwindigkeit kommen. Die Machtzahl ist ja der Quotient aus der momentanen Fluggeschwindigkeit dividiert durch die Schallgeschwindigkeit. Und wenn eben die Fluggeschwindigkeit in den Bereich der Schallgeschwindigkeit kommt, dann passieren unglaublich viele unangenehme Dinge in der Aerodynamik, die wir aber alle auch in diesem einfachen Modell, das wir für die Modellierung unserer A380 brauchen, gar nicht wirklich berücksichtigen werden. Welche sind Beim Widerstand könnten wir jetzt genau das Gleiche machen und könnten eben auch sagen, dass der Widerstand von allen möglichen Einflussgrößen abhängig ist. Wir werden den aber ein bisschen anders modellieren. Wir werden nämlich argumentieren hier unten, dass es so eine sogenannte Lilienthal-Polare gibt, die aussagt, dass der Widerstand quadratisch mit dem Auftrieb anwächst. Das heißt, die Gleichung, die wir modellieren werden, ist CW, der Widerstandsbeiwert, ist einfach irgendein Faktor, der von der Flügelgeometrie und von der gesamten Geometrie des Flugzeugs aerodynamischerweise abhängt, multipliziert mit dem Quadrat des Auftriebsbeiwertes. Und dann gibt es eben ärgerlicherweise auch noch einen Widerstandsbeiwert, wenn der Auftriebsbeiwert eigentlich 0 ist. Deswegen brauchen wir hier auch noch ein CW0. Auch das Nickmoment oder in diesem Fall ganz konkret der Nickmomentenbeiwert ist jetzt von allen möglichen Einflussgrößen abhängig, unter anderem zum Beispiel vom Alpha. Wenn der Flieger also die Nase weiter hochnimmt, sodass die Anströmung weiter von unten kommt, dann wird ein Moment erzeugt, das üblicherweise, wenn er stabil ist, dazu führt, dass die Nase wieder runtergeht, also ein negatives Moment in Abhängigkeit von Alpha. Die Größe, mit der wir das Nickmoment eigentlich steuern möchten, ist natürlich das Eta. Ja, nochmal, Eta-Höhenruderausschlag, Ausschlagen der Hinterkante des Höhenruders nach unten erzeugt eine Kraft, die nach oben zeigt, damit eine negative Kraft und damit ein Moment, das den Flieger zum Abnicken bringen würde. Entsprechend ein Ausschlagen der Hinterkante nach oben würde eben ein positives Nickmoment erzeugen. Das ist die Möglichkeit, die wir eben nutzen werden, um das Flugzeug zu führen. Vielleicht noch ein paar Worte zu der Tatsache, dass auch das Q, also die Nickgeschwindigkeit, einen Einfluss auf das Nickmoment hat. Kann man sich das vorstellen? Die Nickgeschwindigkeit bedeutet ja, dass der Flieger, wenn sie konstant ist, einfach konstant die Nase immer weiter hochnimmt. Das geht natürlich im stationären Flug nicht. Dadurch würde er einen instationären Flug einnehmen und dann irgendwann auch mal komische Dinge passieren, Strömungsabriss und so weiter. Aber wir nehmen eben jetzt erstmal an, dass wir eine konstante Nickgeschwindigkeit haben und überlegen uns, wird dadurch ein Moment erzeugt? Und die Antwort lautet jawohl, es wird ein Moment erzeugt und zwar ein Moment, das dieser Bewegung entgegengesetzt ist. Warum wird das erzeugt? Der wesentliche Einfluss ist hinten das dicke, fette Höhenleitwerk. Weil wenn der Flieger aufnickt, sich also um den Schwerpunkt dreht, die Nase nach oben nimmt, dann wird dabei gleichzeitig auch der hintere Teil des Flugzeugs nach unten bewegt und er wird eben durch die Luft nach unten bewegt und diese Luft übt entsprechend dann auf das große Höhenleitwerk eine Kraft in umgekehrter Bewegungsrichtung aus und diese Kraft wiederum dämpft diese Bewegung. Das heißt, wir werden also später das Derivativ CMQ eben als Nickdämpfung bezeichnen.
Während wir jetzt bei der Seitenfalsch, bei der Längsbewegung zwei Kräfte und einen Moment gehabt haben, nämlich den Auftrieb, den Widerstand und das Nickmoment, haben wir jetzt in der Seitenbewegung nur noch eine Kraft. Das sind ja insgesamt drei Kraftkomponenten. Also bleibt die dritte Kraft, nämlich die Querkraft, über und zwei Momente. Also ein Rollmoment, ein Beiwert und ein Gehmoment, ein Beiwert. Gucken wir uns den Querkraftbeiwert ein bisschen an. Wovon hängt der ab? Wann wird beim Fliegen eine Querkraft erzeugt, die das Flugzeug nach links oder nach rechts beschleunigen möchte? Beispielsweise dann, wenn der Flieger von der Seite angeströmt wird. Wenn also die Nase aus der Anströmung ein bisschen nach links genommen wird, sodass die Anströmung dann von rechts kommt, haben wir ein positives Beta. Und dieses positive Beta führt dazu, weil eben auch hier wieder die Luft auf den Rumpf aufprallt, dass sie den Flieger nach links rüber drücken würde. Rumpf, nicht nur Rumpf, sondern eben auch auf das Seitenleitwerk. Insgesamt also eine Kraft erzeugt, die den Flieger in negative Y-Richtung drücken möchte. Und das ist halt die Querkraft. Warum erzeugt beispielsweise ein Beta denn jetzt auch noch einen Rollmoment? Nun, wenn die Nase des Flugzeugs nach links ausgerichtet wurde, dann liegt die rechte Tragfläche direkt in der Anströmung, erzeugt einen Auftrieb, der größer ist als der Auftrieb auf der linken Tragfläche, denn diese linke Tragfläche liegt hinter dem Rumpf, irgendwo im Windschatten des Rumpfes. Außerdem könnte durch den Rumpf die Luft ein bisschen verwirbelt werden, sodass insgesamt der Auftrieb auf der linken Seite der linken Tragfläche eben kleiner ist als auf der rechten Seite und das erzeugt ein Rollmoment. Genauso wie in der Längsbewegung hier oben das Eta ja dazu verwendet werden soll, um ein Nickmoment zu erzeugen, also das Höhenruder, haben wir jetzt natürlich auch in der Seitenbewegung zwei Ruder zur Verfügung, mit der wir ein Rollmoment und ein Gehmoment erzeugen können. Und das ist beim Rollmoment im Wesentlichen das Xi, also das Querruder. Jetzt auch beim Gehmoment einen Einfluss des Betas? Klar, der ist da. Wenn man sich beispielsweise vorstellt, dass der Flieger wieder die Nase nach links genommen hat, die Anströmung von rechts kommt, dann prallen jede Menge Luftmoleküle auch auf das große, große Seitenruder bzw. Seitenleitwerk und erzeugen dort natürlich eine Kraft, die den Flieger wieder in die Anströmung ausrichten möchte. Man spricht dann später von einer Windfahnenstabilität. Was gibt es noch? Beispielsweise gibt es den Einfluss des Rs auf das N. Warum gibt es den? Was heißt das? Das heißt, dass das Flugzeug momentan eine Giergeschwindigkeit hat, also eine konstante Drehbewegung um die Z-Achse, um die Hochachse. Die Nase bewegt sich also laufend weiter nach rechts, nach rechts, nach rechts. Und bei der Gelegenheit muss natürlich auch das Seitenleitwerk durch die Luft durch. Dabei entstehen Widerstände, dabei entsteht eine Kraft, die der Bewegung entgegengesetzt ist und demzufolge auch ein Moment, das der Bewegung entgegengesetzt ist. Das heißt, durch dieses CNR, dieses Derivativ später, werden wir genau die Dämpfung, die das Seitenleitwerk im Wesentlichen, natürlich auch ein bisschen der Rumpf und so weiter, auf die Gierbewegung haben. Und mit diesem dämpfenden Derivativ dämpfen wir beispielsweise später eine Taumelschwingung. Indem wir die Fläche des Seitenleitwerks größern, wird die stärker gedämpft. Wir werden dann später natürlich sehen, dass man die Seitenleitwerksfläche nicht beliebig groß machen kann, wenn man das Flugzeug beispielsweise wendig gestalten möchte. Demzufolge muss man dann aktiv die Gierbewegung dämpfen, indem man eben nicht nur das passive Seitenleitwerk verwendet, sondern tatsächlich aktiv das Ruder, indem man dann später in Form eines Gierdämpfers, einer Regelschleife, das Seitenruder immer dann ausschlägt, wenn eine Giergeschwindigkeit vorhanden ist, und zwar so, dass es dieser Bewegung entgegengesetzt ist und eine dämpfende Wirkung hat. Was haben wir sonst noch für Einflussgrößen? Natürlich die gewollte Einflussgröße Zeta. Das ist eben das Seitenruder, das natürlich auch ein Gehmoment erzeugt.